Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe gerade eben den ersten Teil der Elfenreihe von Bernard Henn zu Ende gelesen. Es geht um die Elfen und ich fange mit dem Cover an. Ich habe eine etwas alte Version der Bücher, deswegen habe ich auch ein altes Cover. Das gefällt mir aber eigentlich sehr gut, zeigt so einen Wald in so einem ja, etwas schummrigen Dämmerlicht und ein Schwert und ich finde, das passt sehr gut auch zu den Geschehnissen im Buch. Die ganze Reihe gibt es jetzt auch noch in mehreren Neuauflagen, soweit ich weiß. Ich kenne jetzt die ganz neue, die hat ein graues Cover und ich muss sagen, das würde mir eigentlich noch besser gefallen, aber ich hatte die Bücher halt schon, deswegen habe ich es jetzt auch dabei belassen. Worum geht es? Ich werde euch erstmal so ein bisschen die Welt erklären, in der das spielt, damit ihr das auch versteht. Es gibt eine Menschenwelt, es gibt eine so eine Art Feenwelt, sage ich mal, das ist Albenmark. Und es gibt eine zerbrochene Welt. Das ist eine Welt, in der haben die Urahnen der Elfen einmal gekämpft gegen eine Art Dämonen. Und diese Welt ist halt während des Kampfes zerbrochen. Und die Alben, also die Urahnen der Elfen, sind aus dieser Welt in ihre eigene zurückgekehrt. Es gibt jetzt also noch Albenmark und die Menschenwelt. Und in Albenmark leben halt die Elfen unter der Königin Emerell. Und da ist es eben so, dass die natürlich ein sehr, sehr langes Leben haben. Und es gibt zwei Arten, bei denen zu sterben. Einmal, wenn man so normal stirbt, dann wird man wiedergeboren und man bekommt dann auch den gleichen Namen wie früher, weil die Elfenkönigin eben sehen kann, wessen Seele in dem neugeborenen Kind weiterlebt. Und dann gibt es noch das sogenannte ins Mondlicht gehen. Das ist quasi der finale Tod, aber die Elfen sehen das halt nicht als Tod, sondern als Erfüllung ihrer Bestimmung, weil nur dann, wenn sie den Sinn ihres Lebens erfüllt haben, gehen sie auch tatsächlich ins Mondlicht und leben dort aber eigentlich in immerwährendem Frieden weiter. Und dann gibt es noch die Menschenwelt. Da ist es wie überall. Es gibt ganz viele verschiedene Götter und keiner weiß so richtig, was mit den Menschenseelen eigentlich passiert, wenn die sterben. Und die haben natürlich eine ganz normale Lebensspanne. Das Ganze geht damit los, dass einer der Protagonisten, Mandred, sich auf die Jagd nach einem seltsamen Wesen begibt, das irgendwie Angst und Schrecken in der Nähe seines Dorfes verbreitet und das eine Mischung aus Mensch und Eber ist. Also der hat halt einen Menschenkörper und einen Eberkopf und er macht sich mit ein paar Gefährten auf den Weg, diesen Mann Eber zu töten. Allerdings ist der halt wirklich übermächtig und durch Zufall gerät Mandred in eines der Tore, das nach Albenmark, also in die Welt der Elfen, führt. Und dort wird er von seinen Verletzungen geheilt und kommt auch an den Hof der Königin Emerell und berichtet dort von seinen Erlebnissen. Und die Königin merkt sofort, da stimmt was nicht mit diesem Wesen und verspricht Mandred, ihm zu helfen und ruft zur sogenannten Elfenjagd auf. Die findet nicht ständig statt, sondern immer nur bei ganz besonderen Ereignissen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Mann Eber, wenn es einen unbekannten Feind gibt. Und zu dieser Jagd ruft Emerell die zwei Elfen Nuramon und Farodin. Und die beiden sind quasi Nebenbuhler im Kampf um die Liebe einer Elfenfrau. Noroel heißt die. Und die begleiten Mandred und einige weitere Elfen dann in die Welt der Menschen und machen sich auf die Jagd nach dem Mann Eber. Allerdings wird das Ganze sehr aussichtslos. Also die schaffen es nicht, den Mann Eber zu töten, weil der einfach mega, mega stark ist. Und sie werden von ihm in eine Höhle gelockt, wo er dann von ihnen getötet wird. Die drei Gefährten sind dann erstmal in dieser Höhle gefangen und als sie von dort zurückkehren, sind 30 Jahre vergangen. Und als sie dann nach Albenmark zurückkehren, erfahren Noramon und Farodin, dass ihre Geliebte Noroel aus Albenmark verbannt wurde, und zwar in die zerbrochene Welt, weil sie eine Straftat begangen hat und Emerell das nicht dulden konnte. Und da fängt die Geschichte eigentlich erst wirklich an. Denn im Grunde genommen geht es nur darum,
wie Nuramon und Farodin ihre Geliebte suchen. Und die versuchen eben jetzt nicht nur ein Tor in die zerbrochene Welt zu finden, sondern auch eine Barriere zu umgehen, die Emerell dort errichtet hat, um Noroel eben in dieser Welt gefangen zu halten, weil Noroel selber auch eine sehr starke Zauberin ist und sie sonst einfach von da wieder hätte weggehen können. Und Manrit begleitet die beiden, denn von seiner Familie lebt ja keiner mehr. Die sind ja alle gestorben in der Zeit, wo er in dieser Eishöhle war. Und die machen sich also zu dritt dann auf die Suche nach irgendeinem Weg und stoßen immer wieder auf Hindernisse, die es dann zu überwinden gilt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erklären möchte, aber sie machen sich eben im Grunde genommen auf die Suche nach irgendeinem Weg, um Noelle zu befreien. Tatsächlich kommt es in der Zwischenzeit dazu, dass sie mehrere solcher Tore in andere Welten durchschreiten und in dieser Zeit die Zeit abläuft, sage ich mal. Also die durchschreiten eins von diesen Toren und plötzlich sind 300 Jahre vergangen oder so. Und das passiert ihnen tatsächlich öfter, sodass Mandri zum Beispiel mehrere Generationen, ich glaube 13 Generationen oder so, seiner eigenen Familie miterlebt. Also der kommt dann halt irgendwann zurück in sein Heimatdorf und plötzlich ist da der König, sein Nachfahre der 11. Generation oder so. Also so ist es halt wirklich. Mandrit ist immer noch ein Mensch, er ist nicht wirklich unsterblich, aber er lebt halt einfach so lange, weil er diese ganzen Jahre nicht wirklich erlebt, sondern überspringt quasi. Ja, und schlussendlich kommt es dann auch tatsächlich zu einem großen Krieg zwischen den verschiedenen Völkern der verschiedenen Welten und es kommt zu einem Zusammenschluss zwischen Elfen und ihren Feinden und ja, dann kommt es halt zur großen Schlacht um das Schicksal Albenmarks und am Ende steht ja auch immer noch die Frage, ob Nuramon und Farodin Noroel überhaupt finden, aus der zerbrochenen Welt befreien können und für wen von beiden sie sich dann am Ende denn tatsächlich entscheidet. Wie hat mir das Buch gefallen? Der Einstieg war recht schwierig. Der Autor beschreibt einfach sehr detailliert, wobei ich auch sagen kann, es ist nicht wie bei der Askir-Reihe, wo Richard Schwarz wirklich jeden einzelnen Tag beschreibt, sondern hier macht der Autor das durch Eintragungen in Geschichtsbüchern zum Beispiel. Das ist dann immer so ein ganz kleines Kapitel. Und da schreibt er dann halt, wie in den nächsten 200 Jahren das und das passiert und dann taucht Mandret halt wieder auf oder so. Also das wird alles sehr, sehr beschleunigt und auch so ein paar Jahre, wo die auf der Suche sind, wird einfach übersprungen und das ist aber eigentlich ganz angenehm. Trotzdem zieht es sich wirklich bis Seite 600 oder sowas echt, oder ich glaube 500, sehr, sehr zäh hin. Also ich fand es wirklich anstrengend, teilweise das zu lesen. Das liegt nicht daran, dass der Autor irgendwie einen schlechten Stil hat oder die Welt mir nicht gefällt oder so, ganz im Gegenteil. Ich finde diese ganze Idee mit dem Wiedergeboren werden und dann ins Mondlicht gehen und sowas eigentlich echt ziemlich cool, weil es halt bedeutet, dass man nie wirklich von jemandem Abschied nehmen muss, sondern selbst wenn jemand in der Schlacht stirbt, dann wird er halt bald wiedergeboren. Und das ist echt eine richtig coole Sache. Außerdem erleben Nuramon und Farodin auch wirklich sehr, sehr viele richtig coole Abenteuer und wachsen auch selber sehr über sich hinaus. Nuramon zum Beispiel verbringt einige Zeit in Mandrets Dorf, also wirklich 50 Jahre oder so, und lernt da eben die Menschen besser kennen und ist sehr fasziniert von denen, wo er vorher eher Abneigung gefühlt hat. Und ja, auch das Ende fand ich wirklich recht überraschend. Ich kann nicht sagen, dass es mir so wahnsinnig gut gefallen hat, weil es auch ein bisschen traurig war, aber ich fand es eigentlich echt ziemlich gut. So ab Seite 500 wurde es dann etwas schneller. Es hat mir mehr Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe mehr an einem Stück geschafft, einfach weil es irgendwie spannender wurde und man das Gefühl hatte, jetzt ist das Tempo einfach gesteigert. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht dann und ich konnte jetzt heute auch gar nicht davon ablassen und will jetzt eigentlich auch direkt Teil 2 anfangen. Was über Teil 2 zu sagen ist, habe ich jetzt eben schon nachgeschaut. Die nächsten drei Bücher eigentlich spielen in der ganzen Zeit, in der Nuramon und Farodin auf Reise sind. Das sind ja wirklich mehrere Jahrhunderte, in denen die Elfen auch Krieg gegen die Trolle führen zum Beispiel. Und das erfahren wir dann halt in den nächsten drei Büchern. Deswegen bin ich auch
sehr gespannt darauf. Ich hoffe natürlich, dass wir die Gefährten auch noch mal wieder treffen. So, zu dem Buch an sich. Das Buch hier steht hier hinten drauf. 14 € kostet das als broschierte Ausgabe. Ich habe das bisher noch nicht in einer anderen Fassung gesehen als broschiert, also kein Taschenbuch und keine gebundene Ausgabe. Das Buch hier ist jetzt ja auch schon wirklich alt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Neuzustand überhaupt noch bekommen könnt, aber die Neuauflagen kosten auch nicht viel mehr, sind aber auch ein bisschen schöner so vom Aussehen. Ich habe das Buch jetzt bei Medimobs gekauft für ein paar Euro. Weil ich den zweiten Band schon hatte, habe ich jetzt halt eben diese Fassung gekauft. Aber ich finde eigentlich, sieht es trotzdem nett aus. Empfehlen würde ich das Buch aufgrund dieser Langatmigkeit eher ab 16, wer aber schon vorher damit umgehen kann, das ist nicht wahnsinnig brutal oder sonst irgendwas. Es gibt natürlich eine große Schlacht und es gibt auch viele Kämpfe zwischendurch und naja, einige Szenen, die vielleicht auch ein bisschen blutig sind, aber es ist nicht irgendwie überwältigend oder keine Ahnung was. Deswegen finde ich ab 14 auf jeden Fall in Ordnung. Wer mit der Länge und alles klarkommt, dem wird das auf jeden Fall gefallen. Ich mache mich jetzt an Teil 2 der Reihe und kann schon mal sagen, ich habe mit der Reihe von Walter Mörs angefangen in Samonien und werde euch die dann auf jeden Fall im Anschluss direkt vorstellen. Und danach werde ich mal gucken, was dann noch so auf mich zukommt. So, und bevor ich euch einen schönen Tag wünsche, empfehle ich euch noch die Askir-Reihe zu lesen, die mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Da fällt mir ein, jemand hatte unter einem Video geschrieben, dass ich die Fluchbrecher-Reihe von Richard Schwarz mal lesen soll. Das habe ich mir angeschaut, werde ich aber nicht machen, weil es nicht mein Fall ist. Ich stehe eigentlich gar nicht auf diese Science-Fiction-Zeug. Nicht böse sein, aber ich bin mehr so Mittelalter-Gedöns und deswegen werde ich mich mit der Reihe nicht auseinandersetzen. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Reihe auch sehr gut ist, also für Science-Fiction-Fans. Genau, also wie gesagt, die Askir-Reihe und einmal die Reihe von Ted Williams mit den großen Schwertern und ich wünsche euch natürlich wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.